Nur selten noch trifft man sie in unseren Dörfern, die Störche. Den Wigoltinger Störchen jedoch scheint's zu gefallen. Wigoltingen, im Thurtal gelegen, war ebenfalls die Wahlheimat des im Sommer 1987 leider verstorbenen bekannten Thurgauer Kunstmalers Willy Hartung. Im Herbst 86 haben wir den Künstler in seiner Wohnung, die ebenfalls als Atelier dient, besucht und ihm bei der Arbeit ein wenig zuschauen dürfen. Gleich bei den ersten Blicken in seine Wohnung merkte man, dass hier ein Künstler wohnte. Viele Bilder von sich selber und seinen Freunden hingen an den Wänden. Da sind wir jetzt in meinem Arbeitsraum. Auch da habe ich Bilder aufgehängt von Freunden, befreundeten Malern. Da sehen Sie das Porträt von mir, das ist von Johannes Diem. Er hat mich da ins Zürcher Oberland versetzt, in Sternenberg, wo ich viel gehe malen, meistens im Juni, wenn die Blume blüht. Da oben, zwischen den Fenstern, hat es das Bild von meinem Vater. Er war ja Maler. In Zürich gelebt, in Thurgi aufgewachsen, im Seerücken, in Rapperswil geboren und in Waldi aufgewachsen, dann auf Zürich kam, zu Zürich geheiratet. Da hat er unsere Familie ein bisschen idealisiert. Er hat unser Haus ausgemalt, das wir nie hatten. Ich tue dort das Garn wickeln. Und der Bruder, der älter war, 3,5 Jahre, macht Seifenblasen. Der Maler, der viele Auslandaufenthalte, wie zum Beispiel in Italien, Mexiko, USA und anderswo mehr absolviert hatte, um dort die hiesige Kultur zu studieren, kam erst relativ spät zu seiner Ausdrucksweise. Warum? Dass ich so malen auf die Art, das hat seinen Grund. Als ich meinen eigenen Weg gegangen bin, habe ich mir etwas vorgestellt. Ich habe einen Bilder wollen malen, die positiv sind, wirklich positiv. Weil Kunst, heutige Kunst, ist zum Teil sehr negativ. Dann habe ich mir gesagt, du hast alle Kunst, die dir positiv scheint, studieren. Und zwar auf Inhalt und Form, Inhalt aufs Weltbild hin und auf Darstellungsmittel. Also künstlerische Darstellungsmittel. Da habe ich langsam alle Kunst aller Zeiten und aller Völker angeschaut, mich damit befasst. Und so lange Bilder angeschaut, bis ich den Maler dahinter lebendig gesehen habe. Ich habe ja da nicht gewusst, ob ich jemals zu meiner Ausdrucksweise komme. Ich habe mir gesagt, jetzt suchst du deinen Stil und suchst bis zum letzten Atemzug, auch wenn du ihn nicht findest. Und wenn du ihn hast, und wenn du einen Anfang hast, so machst du es. Und wenn sich nie ein Knochen dafür interessiert, so machst du es auch bis zum letzten Atemzug. Es war dann nicht so schwierig gewesen. 4 Jahre habe ich gesucht und dann habe ich einen Anfang gehabt. Habe ich ein Bild gemalt, das war im 52. Habe ich das Gefühl gehabt, so, jetzt habe ich einen Anfang. Und es hat dann auch gestimmt. Das Bild ist immer noch eigentlich der Ausgangspunkt von meinem Stil. Yeah.
Das hört nicht auf, die Auseinandersetzung, das Lernen. Habe ich das Gefühl, was der Mensch bis heute gemalt hat, in der Kunst gemacht, ist nur ein kleiner Teil, sagen wir 5-10% von seinen Möglichkeiten. Aber es ist nicht leicht, etwas Neues zu finden, weil es ist nur neu, wenn man auch ein neues Weltbild dahinter hat, verändertes Weltbild. Sonst, wenn man nur äußerlich etwas Neues machen will, dann ist es nur eine andere Packung, aber immer noch das gleiche Waschpulver.